Hast du noch Kartoffeln zu Hause, die so ausschauen und noch nicht so? Dann mach das. Zuerst schälen wir sie, schneiden sie schön fein in Halbmonde. Das gleiche mit unseren Zwiebeln. Geben genügend Olivenöl in unsere Pfanne. Dazu kommen unsere Kartoffeln. Sobald die Kartoffeln eine leichte Bräune haben, geben wir unsere Zwiebeln dazu. Braten Zwiebeln und Kartoffeln für ein paar Minuten auf mittlerer Stufe. Zum Schluss noch eine Tomate. Nehmen uns eine Schüssel, geben da so viele Eier rein, dass unsere Masse darin schwimmen kann. Würzen mit Salz, Pfeffer und wer mag noch ein bisschen Paprikapulver. Nochmal ein bisschen Olivenöl, Brühekäse. Vorsichtig wenden mit einem Teller und die Rückseite braten. Spanisches Omelette mit Tomaten und Käse. Delicioso. Guarda.